Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, hier bei Tag Team Terraria. Heute ein wenig weniger Tag Team. Allerdings ist das hier auch eine absolute, unique Special-Folge, in der ich hoffentlich nicht zu viel verrate von dem, was in den letzten Folgen so passiert ist. Grund der ganzen Misere hier, also im Prinzip der Hintergrund des Ganzen, warum ich das mache, ist die Aufnahmesession mit dem guten Herrn Möhre, die wir abgehalten hatten und die mir hier völlig abgestunken ist. Das heißt, bei mir sind so ziemlich alle Daten Schrott gegangen, weil meine Aufnahmefestplatte den Geist aufgegeben hat. Naja, jedenfalls war dem nicht mehr zu helfen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm her, der Möhre macht das so gut. Das kann man auch wunderbar alles allein nur auf seinem Kanal gucken, jetzt die paar Folgen, die bei mir fehlen. Ist also, denke ich mal, nicht allzu sehr ein Drama. Dennoch habe ich mir gedacht, erkläre ich es wenigstens und mache das Ganze hier in unserem Häuslein, ohne euch zu viel von der Welt zu zeigen, weil es ist echt so viel passiert. nebenbei, offscreen, kümmere ich mich halt, beziehungsweise kümmern wir uns halt auch viel so um Kleinigkeiten, die halt im Aufnahmeprozess, beziehungsweise im Zuschauerprozess nicht so der Burner wären. Wie zum Beispiel diese wunderbare Plantage hier, die ich angelegt habe. In mühevoller Kleinarbeit. Im Prinzip dient mir das eigentlich nur, weil ich wollte die ganze Zeit Tagesblumen haben. Weil, um Gottes Willen, stimmt. Weil ich habe jetzt ja auch angefangen, da oben hier mir eine Ecke zusammenzustellen, wo ich Tränke brauen kann und so ein Zeug. Und das heißt, ich kann mir uns Heiltränke machen und das ist schon mal eine echt coole Nummer, dass ich rausgefunden habe, wie das geht. Was ist noch so passiert? Was ist noch so wichtig? Hier hole ich mir Köder her. Das heißt, hier in diesen komischen Gestrüppen, da laufen halt auch Grashüpper rum oder Würmchen oder irgend so ein Zeug. Da ist einer. Und die kann ich dann, zack, da Grashüpfer. Die kann ich dann mit dem Bugnet, also mit dem Käfernetz. Scheiße, wie nennt man so ein Teil nochmal? Oh, da ist noch einer. Zack, die kann ich dann nämlich aufsammeln und mit denen kann ich angeln gehen. Weil da oben ist ja dieser nette Ed. Opa. Auch eine coole Sache. Ich habe dieses Prinzip mit dieser Kabellage verstanden. Man kann ja im Hintergrund Kabel legen und so gewisse Funktionen, halt auch zum Beispiel halt so ein Kabel mit einem Druckknopf und einer Tür verbinden, dass wenn man da drauf tritt, dass die Tür aufgeht und zu automatisch. Und das geht halt auch mit dieser Bombenstatue und ganz anderen Statuen. Wenn ich jetzt hier drauf trete auf diesen Druckknopf, dann spawnt die alle 10 Sekunden Bomben. Das ist ziemlich cool. Jedenfalls hier der Fischer, der gibt uns ja ab und zu auch Quests und da kann man halt auch ganz coole Sachen abstauben bei. Fishing Line, Quest, only one fish a day. Ja, das ist alles klar, also ich habe den Pinguinfisch, den habe ich vorhin schon mal gefangen. Geht also nicht mehr. Aber ihr wisst zumindest, worum es geht. Ja, viel mehr gibt's da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu sehr böse, dass diese Folge im Prinzip alles ersetzt, bis wir die nächste Aufnahmesession starten, wenn der Herr Möhre aus dem Urlaub wieder
zurückgekommen ist. Ja, mehr gibt's da tatsächlich nicht so zu sagen. Ich freue mich, dass ihr weiterhin dabei seid. Stay tuned unbedingt auch auf Möhres Kanal. Tag Team Terraria unbedingt am Ball bleiben. Es passiert so viel. Es ist so geil. Besonders die letzten Folgen der aktuellen Aufnahmesession. Der Oberhammer. Ich bedanke mich für euer Verständnis. Oh, Wurm. Wurm! Wurm! Ey, der wollte mich verarschen. Da ist er. Yes. Ja, vielen Dank. Macht was Gutes. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal wieder. Mit Möhre. Ciao.